Wenn wir von Obst und Gemüse reden, ist natürlich klar, wo bin ich wieder? Beim Spargelhof Kleistow. Und heute bin ich bei Jonas, dem Sohn von Frau Buschmann. Hallo Jonas. Hallo. Und wie ich gehört habe, du bist in der Familie der Kirschbaron. Richtig, genau. Dann erzähl mal, ich sehe, ihr habt hier Kirschen angebaut. Welche Sorten sind hier, die ihr so habt? Also wir haben so ein bisschen das Ganze von früh bis spät strukturiert, um die ganze Erntesaison auch ein bisschen mitnehmen zu können. Wir haben hier verschiedene Sorten, also Belize, Samba, Tamara, Wanda, Regina und Cordia als Hauptsorte vor allen Dingen. Mhm. Genau, so erstreckt sich das Ganze. Und mit Vorrang süße Kirschen oder auch saure? Was Sauerkirschen haben wir gar nicht. Also wir machen nur Süßkirschen. Mhm. Und genau, das halt in diesen Sorten. Und ab wann kann man die ernten bei euch? Ab wann gibt es Kirschen? Von wann bis wann? Also man sagt ja eigentlich immer Kirschen rot, Spargel tot. Und genauso ist es dieses Jahr halt auf jeden Fall auch. Und ich denke mal, dass wir, wenn man jetzt so am Baum guckt, innerhalb von der nächsten Woche ungefähr starten mit der ersten Pflückung. Genau, in der frühesten Sorte die Belize und das Ganze geht dann weiter mit Samba und Wanda. Es ist ja hier sehr tropisch drin. Ich habe gesehen, ihr habt hier so ein Zelt drüber. Warum macht ihr das? Genau, das mit dem Zelt ist halt wichtig. Wir ziehen es vor der Blüte auf und um die Blüte dann halt, auch die empfindliche Blüte, vor Frostschuss zu schützen, um dann halt am Ende auch keine Ernteeinbußen zu haben und lassen das drauf bis nach der Ernte. Hm. Das heißt, für die Kirsche selbst ist es halt auch wichtig, die vor Regen zu schützen, da man sonst das Problem hat, dass die Früchte platzen können. Hm. Und deswegen das Dach da drüber. Ja, und auch irgendwelche Insekten oder Viecher schützen? Also wir haben halt, also genau, wir haben einen Insektenschutz noch drum und der auch gleichzeitig noch als Vogelschutz dient. Hm. Der ganz besondere Feind bei uns ist halt die Kirschessigfliege und die Kirschfruchtfliege, die halt ihre Eier in die Kirschen ablegt und die dann halt vermaden. Hm. Das wollen wir verhindern. Stichwort Pflanzenschutz ist dann natürlich auch nochmal die Sache. Durch dieses Netz kann man da auch so ein bisschen Mittel einsparen und so weiter, was ja dann halt auch immer gut ankommt. Ne? Ja. Und vor allen Dingen weniger Mittel ist immer gut. Und der Trend geht ja in die Richtung Bio und wir wollen nicht mehr so viel Pflanzenschutz drin haben. Richtig. Wie alt sind denn bei euch die Bäume? Also wir kriegen die Bäume als zweijährige Knippbäume und die sind jetzt hier im vierten Standjahr. Das bedeutet, wir haben hier sechsjährige Bäume zu stehen. Und wäre schon wünschenswert, wenn die Bäume dann zumindest, also ich rechne so eine Kirschplantage zumindest auf 15 bis 25 Jahre, so irgendwas dazwischen. Man muss ja auch gucken, dass sich diese teure Investition irgendwie am Ende amortisiert. Okay. Und ja. Und die tragen nach dem zweiten Jahr schon? Also da sind halt ganz geringe Erträge, genau, überhaupt nicht nennenswert. Okay. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo es auch so richtig losgeht und ab dem fünften Standjahr kann man dann halt eigentlich mit fast vollen Erträgen rechnen. Okay. Und dann geht das Ganze halt immer so weiter. Okay. Richtig. Ich sehe schon, die Wasserbesprenkelung sieht auch cool aus. Also es wird nicht irgendwie von oben gegossen oder kommt auch keiner mit einer Gießkanne. Kannst du dazu noch was sagen? Genau, also wir haben jetzt zweierlei Bewässerung. Zwar einmal die Frostschutzberegnung mit Mikrosprenklern. Das heißt, wenn die kalte Periode kommt und das Dach aufgespannt wird, oder die kalte Periode in der Blüte kommt und das Dach aufgespannt wird, wird halt Wasser versprenkelt, was halt aus dem Brunnen kommt und eigentlich immer eine Temperatur von 4 Grad hat. Und durch dieses feine Versprenkeln gibt dieses Wasser halt die Temperatur an die Umgebung ab. Ah, und damit kann man hier halt ein eigenes Klima nochmal drin erzeugen und dann wirklich das Ganze um 3 Grad hochpushen. Wow. Und die zweite Bewässerung ist halt hier die Tropfbewässerung. Genau, mit so kleinen Tropfern hier. Okay. Sind 4 Liter Tropfer, das heißt 4 Liter Düngelösung pro Stunde kommen da durch. Jetzt im Moment bei dieser warmen Temperatur bewässere ich ungefähr, 3 bis 4 Stunden am Tag. Und genau, so geht das Ganze los. Und wir haben wirklich auch einen großen Düngetank, wo halt eine Stammlösung angemischt wird und ein Einspeisungssystem, dass die Bäume halt auch ordentlich was an die Füße kriegen und immer was zu futtern haben. Ne? Wir wollen ja dicke Kirschen kriegen. Ich sehe gerade hier eine kleine dicke Hummel langfliegen. Jetzt wollte ich fragen, wie kommen die dann hier rein? Also wie erfolgt die Bestäubung, wenn du noch die Blüten hast? Wir machen das Netz auch erst rum,
wenn die Früchte halt wirklich anfangen umzuschlagen, um die halt vor diesen speziellen kleinen Fraßfeinden bzw. vor den Fliegen, also Kirschessigfliege und Kirschbruchfliege, zu schützen. Und die Hummeln bringen wir ein, indem wir Völker kaufen und cool. Genau, dann hier eine Bestäubung zu gewährleisten. Bienen hatten aber dieses Jahr überhaupt keinen Bock zu fliegen. Und das war auch alles so ein bisschen der Temperatur geschuldet. Wenn die Biene sieht, oh, oder merkt, draußen sind unter 10 Grad, dann hat die mal gar keine Lust. Und dieses Jahr war halt wirklich schwierig und wir hatten auch eine extrem lange Blütephase, wodurch man dann halt auch immer Schwierigkeiten kriegt. Verschiedene Krankheiten eventuell oder die Gefahr der Krankheiten wird dann immer größer. Mhm. Genau. Ja, Mensch, Jonas, vielen, vielen Dank. Dann bin Kein ich gespannt, Problem. Was mir dann deine Mutter zeigt. Jo. An Kirschen oder eben Frau Winkelmann und wir schauen mal. Vielen, vielen Dank. Hallo Lukas. Hallo Landfräulein Luise. Hi. Also, heute sind wir wieder im Spargelhof Kleistow. Kirschen hatten wir ja jetzt als letztes Thema auch. Der Jonas Buschmann hatte uns ja schon über die Sorten informiert. Und Lukas, du hast uns jetzt hier gerade auch die ersten Kirschen gebracht. Ja. Das sind? Ja genau, das sind unsere ersten Kirschen aus Schlunkendorf. Mhm. Das sind eben Knupperkirschen, die sind eben besonders süß. Schön. Ja, und auch relativ groß. Ja, ich sehe schon. Also man sieht hier auch schon ganz tolle Sachen. Ihr seid gerade am Start, hattest du gesagt vorhin. Ja, genau. Was macht ihr sonst noch daraus? Aus den Kirschen werden wir zukünftig Marmelade machen, vielleicht auch einen Likör, ein Gelee. Da gucken wir mal noch. Mhm. Und bisher bieten wir die Kirschen nicht direkt von uns an, aber da haben wir von Tonis Obstweiner einen Wein, der eben auch aus Knupperkirschen ist. Mhm. Genau, den gibt es dann auch bei uns im Hofladen. Ah, super, okay. Aber ihr habt ja auch noch eine Hofbäckerei, Lukas. Genau, und in unserer Hofbäckerei, da bieten wir schon aus unseren Kirschen jetzt einen Kirschkuchen an, einen ja. Kirschsandkuchen. Genau, und den gibt es da in der Hofbäckerei. Super, und wie ich sehen kann und wenn man sich hier die Parkplätze anguckt, also ihr seid doch rege besucht, es ist richtig was los. Also, ja. Der geht reißend weg, der Kuchen. Ja, genau. Gut,